A troi sintem nume Jesus Christus. Quill de Fage leset Philippa Kapitel 2, einter treu. Ist nun bei euch irgendeine Ermahnung in Christus? Ist irgendein Trost der Liebe? Ist irgendeine Gemeinschaft des Geistes? Ist irgendeine herzliche Liebe und Barmherzigkeit? So erfüllet meine Freude, dass ihr eines Sinnes seid, die gleiche Liebe habt und einmütig auf eines bedacht seid. Nichts tut aus Zank oder aus eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Diese Farge, die vier feiergröte Überleihungen hier verdeelt, da die Gläubigen in Harmonie topfieren und in gemeinsamen Wirken mitmachen, dönen oder sellen. Der Apostel sagt hier im Grund, weil er nicht so viele Mitmachungen hat in Christus, weil du so viel Leib hast, so viel Überzeugung hast, weil der Held Jesus in Ola so wundervolle Gemeinschaft ans Taubfieren hat, weil du sein Herzens Mitleid hast, eine mit dem anderen erbarmen, dann soll wir doch in der Leo sein, in der Frohe, in der Harmonie mit dem anderen zu leben. Dort ist hier ganz deutlich, dass der Apostel hier seine sagte, die Einheit aufgrund von dieser Tatsache nennen lässt. Dass sie sich gemeinsam Christus handgejäft haben und alle den Helden Jesus haben, mit allem, was in Christus ist, sollen sich die Glieder von dem Körper der Zielbestrebigkeit läuft haben. Also sollen ein Ziel haben. Und sie sollen mitgefeil haben, einer mit dem anderen, dort sollen drei Tegnen. Wenn diese Striderie, wenn man das nennen will, diese Argumente hier für die Philippa, auch bloß die geringste Bedienung haben, dann bat Paulus, dass sie aufgrund dieser Argumente von seiner Freude erfallen mochten, bat er den Tiefpunkt, haben die Philippa Paulus wirklich Freude gebracht. Er streut, dass nicht einen Augenblick lang zu gehen, doch er bat nur darum, dass sie seinen Kelch, die Freude, bat ihm überan fallen können. Da können sie tun, indem sie dieselbe Gesinnung, dieselbe Lauf, und einmütig in ein Sein wären. Dort bedient nicht, wo bedient dort, oder wo kann dort bedienen, wird von Christen erwartet, dass sie alle glückt, überein denken und gerade überein handeln. Dort wird Gottes, dass die nur nicht wohan, während uns uträglich von uns aber erwartet wird, in den grundlegenden Wahrheiten von den christlichen Glauben überein zu stemmen. Das ist doch ganz gut, dass man über wenige welche Frauen zu einer großen, verschiedenen Meinheit kommen kann. Das ist möglich, eine Einheit, aber ohne Glück gesonnen zu sein, zu erregen. Obwohl wir in wenige welche Ungelegenheit nicht übereinstimmen, können wir doch um unsere Geschwister erzählen, unsere eigene Meinung zu siedstahlen, wenn der Glaube nicht in die Vorstellung hat. Diese Gesendung zu haben, bedient in Wirklichkeit, so aus Christus gesonnen zu sein. Und so zu regieren, wie heute regiert haben. Diese Leib zu haben, bedient andere diese Leib zu wiesen, wie uns der Herr Jesus der Entgehen gebracht hat. Das ist eine Leib, der für schöne Ankosten Angst hat. Einmütig zu sein, bedient in Harmonie auf ein gemeinsames Ziel handzuarbeiten. Und ein Sein zu sein, bedient mit einmütig zu handeln. Wenn wir das tun, dann wird deutlich, dass Christus ans Handeln bestimmen wird. Und er sagt in den dritten Vers, dass nichts, was wir tun, das sollte uns ihnen nützen sein oder bloß uns groß tun. Weil diese beiden die geradeste Feinde von der Einheit und jedem Volk Gottes sind, das ihnen nutzen, ist doch bestreben, immer in die erste Städte zu stehen und tun, was er kosten muss. Diesen Ruhmsucht, der kann auch stolz sein, wenn immer mein Lied fängt, den da uninteressiert sind, ein kleine Gruppe, um sich zu sammeln und bloß ihre eigene Interesse zu fingen, da wird man ein Bild antworten, dass es hier so von Striderie und Zwietracht planten wird. Die Lösung von dem Problem wird im zweiten Part von diesem Vers angegeben, sondern dort in Demut einer dem anderen Hecher achten soll aus sich selbst. Das bedeutet nicht, dass wir die Ansicht sein müssen, dort ein Kriminal mit seinem Charakter besser durchstehen als wir selbst. Vielmehr ist damit gemeint, dass wir ohne Selbstsucht für andere leben und ihre Interesse über unsere eigene Interesse stellen. Dort ist leicht eine solche Ermahnung im Wort Gottes zu lesen. Doch das ist ganz was anderes, das wirklich zu verstehen, was hier gemeint ist und dort dann auch
im praktischen Leben am zu Saaten und Salz zu leben. Den anderen Hecher achten aus sich Salz, es sind ein menschliches Sinn Wesen, wir können sein in unserem Fleisch, es ist ganz fremd. Und wir schaffen dort die Königin an seine eigene Kraft so zu handeln. Bloß, wenn wir dem Helden Jesus haben, und uns von unserer Kraft, in unsere Kraft nennen, also dass heute der Herr schaffen kann, dann können wir dort tunen. Und dort wünsche ich uns hier Gottes Segen. Paulus merkt Mut, dass wir lieber Dinge verzichten, um den anderen zu helfen, damit das alle kann einstimmig der Leingung, dass wir Christus seine Grundmerken am ihr bringen. So viel mal holen wir uns Dinge fast, weil wir haben anders gedacht. Weil wir immer daran bedacht sind, lernen Dinge loszulassen, wann es am Jesus geht. Weil wir beten. Lieber Herr Jesus, help uns, dass wir reut sind, unsere eigenen Verstellungen, unsere eigenen Gedanken, unsere eigenen Wege, unsere eigenen Motive alles loszulassen, wann es am dir gehen geht. Help uns auch, dass wir reut sind, uns hinge unseren Nächsten zu stahlen, damit wir die ihr bringen können und die verherrlichen. Ich danke dir dafür. Amen. Gottes Segen für diesen Tag.